Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Kein Untertitel. Welche Gemeinheit hat das Spiel denn diesmal für mich? Oh, bis hierhin geht es noch. Wollt ihr nicht mal herkommen? Ja, schön so. Ja, die haben nix. Okay. So, bis hierhin sieht das noch brauchbar aus, aber man kommt hier, glaube ich, weiter, ne? Nach unten und nach... Ah, ich habe keine Bomben. Ich kann eh nicht aufsprengen. Ach, leck am Arsch. So. I don't care. Die haben eh nichts für mich. Und solange hier noch nichts wieder zurückgespawnt ist, ist alles gut. Und ich muss sie alle umbringen, oder? Nein, du! Ich hab doch nicht die Ladezone getriggert! Oh. Oh! Oh! Die Fee hat ja mal was gebracht. Das ist ja krass. Dann krieg ich die scheiß Tür hier jetzt auf. Ich muss doch hier wieder rauskommen. Spiel. Ich muss diesen... Hallo, Spiel? Ist sich das Spiel der Tatsache bewusst, dass ich hier raus muss? What? Was soll ich denn jetzt machen? Solange hier keiner meine Solange hier keiner die Bombe droppt, bin ich raus! Hallo? Tür aufgehen! Nee, das wirkt die Tür nicht. Wie ist das? Jeder Pfeil in Rubin, glaube ich, ne? Na, verdammt. Ja, jeder Pfeil in Rubin. 144 Pfeile ist ja zumindest nett. Ja, natürlich. Das juckt die natürlich einen Scheißdreck! Ja, wo soll ich denn jetzt bitte eine Bombe herbekommen? Ich komme ohne... Hä? Ich muss... Ja, ich könnte mir hier den Weg freisprengen, aber ohne Bombe bringt mir das nichts. Was zur Hölle? Bitte, wo sollen die jetzt herkommen? Hä? What? Ich will das nicht nochmal machen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Gegner. Diese blöden Hurensöhne sollen gefälligst alle sterben. Sie sollen einfach sterben. Ach, komm schon, ey. Was ist denn das für eine Kacke? Weil da kriegst du eine Fee, damit du diese blöden Wichser nochmal bekämpfen kannst, oder was? Toll. Ja, komm. Leck mich doch am Arsch. Ich habe nicht die Ladezone betreten! Toll, das ist der eine Schaden, den ich zugefügt habe, leider wieder vergessen worden. Jetzt kannst du ja nochmal alles von ganz vorne machen. Absolut keinen Bock. So. Wenn es doch nur immer so schön wäre und diese Wichser doch nur immer
alleine hier laufen würden. Ja. Ja. Das hast du dir so gedacht, du Trolle? Oh nein, hat der Troll sein Verarschungsmanöver 20 Mal nicht hintereinander... Ja, genau, sie laufen beide nach unten. Beide. Warum mache ich das? Ich könnte doch auch einfach sterben. Dann raus aus dem Dungeon, mir einen scheiß neuen Trank holen und dann einfach nie wieder in diese Kackecke gehen. Ja, ja, ja. Komm, hau ab, Link. Was habt ihr euch so gedacht, hä? Du solltest doch nach unten gehen! Schön, dass die Steuerung alles... Das ist so kacke, Mann! Weil, Mann, guck mal! Ich laufe hier ein bisschen und dann kommt der... Ach, aber da kommt er vorbei. Oh, ein Herz! Oh, seid ihr lieb! Ein ganzes Herz für mich! Ja, 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 ja. Ja. War der kürzere Weg. War der kürzere und sinnvollere Weg. Einfach sterben! Als ob ich jetzt nochmal diese Kackviecher umbringe! Der ganze scheiß Dungeon ein Witz, aber die mussten ja brutal sein! Ah! Fick dich! Wo sind diese Scheißritter? Ich bring mich um! Ich werde nochmal neu spawnen! Komm, bring mich um, bring mich um, bring mich um, hopp! Danke! Wir werden diesen Dungeon mit vollem Leben, mit den maximalen 3 Herzen verlassen. Nicht mit, oh, ich habe gegen Miss Fixer Viech 1 verloren. Das machen wir hier leider nicht. So, wo ist dieses Dreckviech? Komm her, komm her. So. So, ich mache jetzt mal meine Karte auf und dann gucke ich mal, wo ich den Trank herbekomme. Dann hole ich mir erstmal den Trank und dann bringe ich diese Wichtwichser um. Jeden Einzelnen! Nichts in dem Spiel ist schwer. Nichts. Außer dieser Gegner. So, wo bin ich denn überhaupt? Karte. Da ist der 5. Dungeon. Dann guckt man doch mal. Wo ist denn das nächste Mal die Möglichkeit, einen Trank zu erhalten? Oh, schön, das nächste Mal ist super weit weg. Das ist ja toll. Ich dachte schon, ich würde jetzt innerhalb von kürzester Zeit... Oh, 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 nice, 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 nice. Gib her. Leck mich, du bist hässlich. Ja. Komm, komm, komm. Ach, Arsch. Hallo, ich hau dich tot! Moment, Pause. Ich brauche eine Bombe dafür. Ja, 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 ich hol mir den Hit. Ich hol mir nichts außer den Hit. Spawn, spawn. Geh sterben. Geh doch einfach alle sterben. So, Thema durch. Ihr seid im Arsch. Ich hätte gerne eine Bombe. Ich hätte gerne eine Bombe. Muss ich jetzt suchen, wo man in diesem Spiel Bomben kaufen kann? Leck mich doch am 2 nach unten.
Geh da rein. Danke. Yeah, I will, boys. Eins nach links, dann holen. Tja, da war ich so schnell, dass diese Drecksviecher mir nicht mal mehr im Weg spawnen konnten. Mensch, arme Drecksviecher, die kacke sind und die keiner mag, weil sie kacke sind. Es tut mir ja fast schon leid. So. Gut. So, Thema durch. Bye, Madison, before you go. Gib her. Dankeschön. So. Alles andere ist mir scheißegal. Weiter. Zurück zum Dungeon. Uff, das war knapp. Zweiter Part. Verschwendet. Ich habe erreicht einen Schlüssel und das Dungeon-Item, die Flöte. Alles, was ich erreicht habe, in zwei Parts. Kotzt mich ein bisschen an und schuld sind einzig und allein diese scheiß Rittergegner. In diesem scheiß Dungeon ist nichts schwer. Nichts! Außer diese verfickten scheiß Drecks Ritterviecher. So. Und ich bin am überlegen, ob ich eine Bombe nicht einfach opfere, um da hier den Durchgang aufzusprengen, dass ich definitiv von diesen Ritterviechern einfach wieder in den Hauptdungeon reinkomme. Ich glaube, das mache ich auch. Aber erst im nächsten Part. Falls euch der hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mir weiterverfolgt. In den nächsten Folgen wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser, weil ich von diesen Dreckswichsern wegkomme und nie wieder mit diesen Drecksritterviecher-Hurensohn-Arschlöchern kämpfen muss. Das wird so schön. Tschüss.